Hallo Sportbusters, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin ein bisschen wehmütig und zwar wegen Huub Stevens. Aufgrund Herzrhythmusstörungen ist er in Hoffenheim von der Brücke gegangen. Ich weiß, dass der ein oder andere Kollege, Field Reporter, durchatmet, dass er den grummeligen Huub jetzt nicht nach Hoffenheimer Niederlagen vors Mikrofon bekommt, weil er da schon hin und wieder ein bisschen eklig war. Für den Zuschauer war es immer unterhaltsam. Zum Arbeiten war nicht immer einfach, aber ein Original aus der Fußball-Bundesliga. Und von dieser Stelle alles Gute, gute Genesung. Und wenn er sich tatsächlich erholt, was ich ihm wünsche, was ihm sicher alle wünschen, dann würde ich es nicht komplett ausschließen, dass er in 2, 3 Jahren, wenn er dann wieder fit ist, nochmal zurückkommt und irgendeine Mannschaft im Abstiegskampf betreut und dann eben auch rettet. Die Hoffenheimer haben es am Wochenende in Bremen zu tun. Armin Reutershahn wird es übernehmen. Die Bremer mit breiter Brust gerade im Pokal weitergekommen. Sensationell in Leverkusen. Das Los ist so, ja, semi gut angekommen an der Weser, weil wir müssen jetzt zum deutschen Rekordmeister. Es spricht vieles dafür, dass wir das vermeintliche Traumfinale bekommen in Berlin im DFB-Pokal zwischen Bayern und Borussia Dortmund, wobei da auch die Hertha noch ein Wörtchen mitreden wird. Habt den Vergleich vielleicht noch vor Augen, letztes Wochenende ein torloses Remis zwischen Hertha und Dortmund. Man hat sich ein bisschen über den Platz aufgeregt. Michael Breetz hat jetzt gesagt, der Platz bleibt in selbigem Zustand und dann mal gucken, wer im April im Halbfinale die Nase vorn hat. Also die Hauptstadt träumt weiter. Ich selber habe es am kommenden Wochenende zu tun beim 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Topspiel 18:30 Uhr. Auch da ist einiges drin in Köln. Träumen sie ja sowieso, aber im Moment auch so ein Stück weit. Vielleicht geht noch was in Richtung Europa. Wir werden den Fingerzeig bekommen gegen Eintracht Frankfurt, das jeden Punkt braucht im Abstiegskampf, also idealerweise 3. Und wer sich an das Aufeinandertreffen in der Hinrunde erinnert, der weiß, dieses Spiel ist willenlos aus sich raus explodiert. 6:2 hat die Eintracht gewonnen, zweiter Satz Samstagabend in Köln. So, ihr macht euch ein schönes Wochenende, so muckelig wie eh und je, sportlich bleiben. Bis nächste Woche. Ciao.